Wir sind zurück. Tada! So, guck dich mal ein bisschen um. Genau. In unserem Haus. In unserem Haus. Ja, ich habe das jetzt mal akquiriert. Wo ist sie denn? Hätte uns jetzt nicht hier Helena oder wie sie heißt, das mal sagen können, wo hier Clem ist? Ja, keine Ahnung. Nee. Hätte er nicht mal fragen können? Sicher, sie versteckt sich jetzt hier. Aber warum? Warum kann sie nicht einfach rauskommen? Da drin? Um Gottes Willen. Ist sie denn lebensmüde? Clem, you in here? Da ist doch irgendwas anderes drin. Clem hat gemalt. Aber... Oh. So ein süßes Bild. Ja, ein bisschen traurig gucken wir. Ja. Aber wir waren zu dem Zeitpunkt ja auch sehr traurig. Naja, er guckt ja selten anders, also das ist ein bisschen das Problem. Nein, wir sind ja auch in einer sehr traurigen Welt. So, da kommen wir nicht hin. Wieder mal so eine unsichtbare, tolle Wand. Nee, wieso? Da ist einfach eine Wand. Ich glaube, das ist ein Fenster und das war's dann. So, Bathroom. Clementine, you here? Hallo. Ich vermisse auch immer noch die Eltern, aber die sind vermutlich abgehauen und haben ihr Kind da gelassen. Das ist auch komisch, oder? Also, die sind doch jetzt da schon einen halben Tag in dem Haus. Die werden doch bemerkt haben, dass da jemand ist. Na, wobei, die haben auch nicht gemerkt, dass da eine 10 Meter hohe Leichenwand direkt neben ihnen ist. Also, ja. Aufmerksamkeit mangelt es denen manchmal. Ein bisschen. Ach, die ist aber auch immer da, wenn man sie nicht braucht. Oh, you know. Just poking around. You won't find irgendwie ist sie merkwürdig, ja. Also langsam wird es mir... Trust me, I've been doing this for a while. Where's Clementine? Don't ask me, I'm not her keeper. Hey, do I look like I'm in the mood to be jerked around? Where did she go? Last I saw, she was downstairs with your redneck friend and that college kid who hangs around with us. Also zwei Leute, auf die ich mich voll und ganz verlassen kann. Richtig. Gucken wir mal noch in die Kisten. I don't care about that. I just wanna find Clementine. Also gucken wir uns nicht die Kisten an. Schade, nee. Hätte ja was drin sein können. Clementine? Sign of her in here. Hier ist nichts. Soll ich sie nochmal ansprechen? Ja, red mal nochmal mit ihr. Vielleicht quatschen wir sie. I told you, that girl isn't with me. Go ask your buddies and quit bothering me. Verrückte Sache hier. Ist überhaupt nicht, was hier abgeht. Da ist sie aus dem Fenster gesprungen. Bestimmt. Geh doch mal downstairs. Oder ich geh upstairs. Nein, du geh nie upstairs. You up there? Sie hat gesagt, sie ist unten, also gehst du jetzt runter. Okay. Mach doch mal, was dir die nette Molly gesagt hat. Clementine? Oh. Clementine! Come out, please! Sie spielt gerade mit Onkel Kenny und ihrem... Nein, tut sie nicht. Wo ist sie denn? Kenny betrinkt sich. Oh, hey, you made it back. Schön. Good job. Okay. What the hell do you think you're doing? What does it look like? Das war der Whisky für Omid. Der braucht ihn, glaube ich, auch found nicht mehr. First good thing that's happened since... Ich weiß nicht. Mach ihm vor. Thinking letting Kenny get like this? Hey, man, I tried, but he gave me a look like he was gonna rip my face off. He won't listen to you. You think he was gonna listen to me? Ja, okay. Ist ein Argument. The hell with you! Getting wasted's not gonna help anyone. Schau dir gleich auf die Fresse. Yeah? Nein, well, what is... We are fucked. Molly said there's not a single boat left in Savannah. Na und? No way out. We got es gibt keine anderen Städte an der Ostküste. Dann gibt es halt andere Pläne. Man kann ja andere Sachen machen. Na gut, ich verstehe schon, dass Kenny sich umbringen möchte. Also ja, aber... Ich würde es an seiner Stelle wahrscheinlich auch... Aber dann tu es endlich. Ja, dann trink uns nicht unseren Whisky weg. Also richtig. Den können wir noch gebrauchen für Wunden und so einen Scheiß. Warum hat er ihm jetzt die Flasche nicht aus der Hand genommen? Ich weiß es doch. Either of you seen Clementine? Kenny! Damn if I know. Gotta be around here somewhere. Ben, I gave you one job when I left here. Take care of Clementine. Then she shows up out on River Street looking for me. What the hell happened?
Hey, don't put all that on me. For the worst, and Krista asked me to help. I'm sorry, I'm doing the best I can here. Ja, she was sich frantic, sehr bemüht, things got kind of crazy. I told Clementine to stay, but what else could I do? Don't be sorry. Just tell me where the hell she is now. I think she went out to play in the backyard. On her own. Ja, da spielt sie gut. Da schleicht jemand rum. Hallo? Ich hau dem gleich sowas von. Aha. Das ist unglaublich. Wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist sie? Clementine! Nein! Wo ist sie? Gib mir Clem zurück. Da? Aha. Sieht nicht so aus. Als wäre da letztens jemand drin gewesen. Nee. Schon seit aber hier war das Gitter nebenan, oder? Ist das jetzt offen? Sieht so aus. Was macht sie denn? Wo kriegt sie denn in die scheiß Garage? Was will sie denn da? Ah, toll. Wie, und wir können da jetzt nicht mal reingucken oder so? Oh, was jetzt? Na komm. Wollt ihr mich verarschen? Lee! Hey, girl. Hey, girl. Come look. Look what I found. Hm, was hast du gefunden? Schönes Auto. Ah, ich kann auch nicht böse sein. Nee. Wenn es uns so neben Hals fällt. Ein Boot! Oh. Yeah! Warum sind wir bis zum Hafen gefahren? Da ist ein Boot in der Garten. Warum ruckelt das eigentlich? Es ist ein Telltale-Spiel. Irgendwer sollte die Firma verklagen. Dafür, dass sie gute Spiele machen, die ruckeln. Ja, das stimmt. Lieber schlechte Spiele machen, die flüssig laufen, oder? Ja, ja, genau. Vollidiot. Oh Mann, ihr hättet euch. Du wolltest ja unbedingt raus. Wir wollten hier bleiben. So ist es. Du bist schuld. Man hätte sich ja dann mal in Ruhe die Garage angucken können, wenn man da geblieben wäre. Aber nein. Lass uns zum Hafen gehen. Ich höre ihn noch sagen. Lass uns zum Hafen gehen. Der ganze Ärger nur deswegen. Das sieht nicht gut aus. Aber das Boot ist nicht besonders groß, oder? Das reicht für mich und Clem. Stimmt. Omid's doing okay? As well as can be expected under the circumstances. I did what I could for him. Was kannst du denn? Cleaned out the wound, but he's got a real infection. Running a fever. Without antibiotics, I... Will you quit pacing? You're making everyone nervous. Why are you even still here? Hey, if your friend really can get that boat working, you're taking me with you as payment for saving your asses. I figure that's fair enough. Ja, wir hätten gar nicht rausgehen müssen, wenn wir das Boot gleich entdeckt hätten. Hätten wir sie jetzt nicht an der Backe. Oh, ich möchte einfach nur, dass du einfach mal ein bisschen hilfreich bist. Das kannst du dir jetzt aussuchen. Bad news is, she's not taking us anywhere the shape she's in right now. Gas tank's empty and the battery's dead. Na gut, das lässt sich ja besorgen. That's it. That's all she needs. Some gas and a battery. Other than that, she's good to go. Ja, Benzin werden wir schon finden und eine Batterie. Also ist die gute und gleichzeitig schlechte Nachricht, ja? Ja. Wir gehen nicht nach Crawford und bitten um Benzin und eine Batterie. Das werden die uns bestimmt hinterher schmeißen. Crawford took everything and brought it inside their walls. They siphoned every gas tank, stripped every battery. There's nothing left out there. You saw that for yourselves. She's right. Well, what about this Crawford place? Sounds like they'd have everything we need. Maybe we should try there. Bist du bescheuert? Das sind Nazis. Surely we have to try. If there are people left in this city who are still alive, who still have supplies, what harm can it do to ask? Because you don't know these people. I do. You showing up with a wounded man? Might as well put a noose around his neck. Müssen wir ja nicht. Wir können auch einfach zwei gesunde Leute dahin locken, oder? Hast du zwei gesunde Leute da? Nein, verdammt! But I don't see what other choice we have. And just how exactly do you figure we do this? Because from what I've heard, that place ain't exactly friendly to outsiders. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. There's got to be some way we can sneak in there undetected.
Wenn sie uns erwischen, dann werden sie uns bestimmt auf die Finger hauen und uns wieder gehen lassen. Ja, aber einen anderen Weg sehe ich jetzt nicht. Ja, mit den Reden also wird nicht gehen und nichts. Kämpfen. Wahrscheinlich und dann wissen sind sie das, Bescheid, falls ja. sie sowieso schon Bescheid wissen. Wahrscheinlich sind das irgendwie 30 Mann oder so, wenn wir mit denen kämpfen wollen. Das wird auch nichts. Also mit unseren zwei Pistolen. Ja. Weil du weißt, unsere Munition ist schon knapp, ne? Ja. Die war schon immer knapp. Not the worst idea I've ever heard. I mean, it's close, but I don't know. Maybe it could work. I've thought about it before, just never had the people to do it. But I think if we all work together, we could pull it off. Mm-hmm. What do you want in return for all this help? Crawford doesn't just have what you need for your boat. They're also well stocked with medical supplies. Medicine that my people could use, just as yours could. We can do this. We have to. Ja, komm. Decided then. We're going to Crawford. We can do this. I know it. Hell yeah, we can. Hell yeah. Besser nicht. Ja, wenn es genauso gut läuft wie bei Hell Yeah bei unserem Let's Play, dann besser nicht. Ja, aber schaut euch an, ist sehr lustig. Es ist verdammt lustig, es ist nur nicht besonders erfolgreich. Nein, aber sehr lustig. Ja, Fabi und Fabian machen das super. Ja, machen einen tollen Job. Im lustig sein. Ja, nicht so gut wie wir beide, aber ich weiß nicht, ob man das vergleichen kann. Egal, wir sind besser. Ja, okay. Ja, cool. Wenn du meinst. Hast du nichts gegen, ne? Grundsätzlich nicht. Ich bin gern besser. Die macht doch einen E-Mail, wenn ihr sagt. Aber sie hat das Boot gefunden. Richtig. Ach, verarsch sie doch nicht. Ja. Yes. I can't lie to you, Claire. Yeah, it's gonna be dangerous. But it's the only way to get the things we need to make over. Wie oft wir schon gesagt haben, es ist der einzige Weg. Sie muss das langsam, ihr müsst das aus dem Ohren rauskommen. Wie würde unsere Kanzlerin jetzt so sagen? Es ist alternativlos. Dankeschön. Aber die Kanzlerin würde erstmal ein halbes Jahr warten, bis sie sich entscheidet. Das ist der Unterschied, das können wir nicht. Take that risk because it's just as dangerous not to. Stimmt sowieso jemand in dem Spiel. Bestimmt. You said you need all of us to do this and you said I'm a big help, remember? No, ich wusste, das würde uns noch mal nachhängen. Crawford is the only place left in Savannah that still has people. That means it must be where my mom and dad are, right? Ach, halt doch die Klappe, die leben doch sowieso nicht mehr. Omid verwandelt sich aber in den nächsten 20 Minuten in einen Zombie. You said I'm supposed to always stay close to you. Ach, verdammt! Warum sagen wir denn sowas zu ihr? Can't I come with you? Sie wird sowieso bis zum Ende des Spiels überleben. Nimm sie einfach mit. Okay. Ja, vielleicht stirbt jemand, weil wir sie retten. Weil sie ihre Karten. Das ist mir völlig egal. Ganz ehrlich. Das ist mir völlig schnurz. Solange Clem überlebt, ist mir... Vielleicht stimmt doch Clem. Clem überlebt bis zum Ende, verdammt. Du weißt doch, wie es ausgehen wird. Wir, Zombie Clem und eine Pistole mit einer Kugel. Sieht aber schön aus bei Nacht. Ja. Sieht idyllisch aus. Idyllisch. Idyllisch, genau. So, ob das was wird. Ich bin noch nicht überzeugt davon. Aber da wir jetzt eine Stalking-Mission machen, verstecken können wir uns immer gut. Hatchet, Hacksaw, some other tools might come in handy on this little break-in. Nice. Can I talk to you a minute? Oh, besser nicht. I took another look at the boat. She's a 30-footer. Wir können nicht alle mitnehmen. So we're gonna have a capacity problem. Boat that size ain't gonna hold more than 5 people, even with one of them a kid. Me, you, Clem, Krista. Assuming everyone makes it back alive, it's still one. Dann hoffen wir mal, dass zwei sterben oder so. Cut Molly loose. Before this is over, I have to make a decision. Oh Gott. Naja, können wir da erstmal einbrechen und dann eine Entscheidung treffen? Weil vielleicht sterben da zwei Leute oder so, dann ist es egal, weißt du? Oh, die ganze Truppe. Who the hell is this? This is Bree. She can help us. Denn sie ist klein und süß und moppelig. Dann fangen wir mal an. Ja. I was a student at the school where Crawford keeps their supplies.
I see. We're in and out faster. Anyone have a problem with that? Das klingt gut. Yes, no. And what are we waiting for? Let's get moving. Die macht wieder ihren Assassin's Creed Outfit. Ja, ist der Hammer. Das ist echt super. Wie würdest du zu einem Assassin's Creed mit weiblicher Hauptperson stehen? Also es gibt ja eins für die PS Vita, aber das war ja eher mittelmäßig. Ein richtiges, ein großes. Fände ich jetzt nicht schlimm. Ja, also ich finde es jetzt mal eine Abwechslung. Ich möchte mal die anderen Teile durchspielen. Ja, wäre ganz gut, ne? Du hast ja schon, du hast ja fast noch keinen gespielt sozusagen. Na, eins und zwei. Na ja, das und dann fehlt zwei. Sind ja zwei Fünftel der großen Serie. Und wenn du dann auch noch die beiden Handheld-Ableger mitzählst, sind es zwei Siebtel. Herzlichen Glückwunsch. Da habe ich richtig viel gespielt. Ich habe fünf Siebtel. Ich habe das PS Vita-Ding nicht gespielt und den Dreier habe ich erst angefangen und noch nicht durch. Und in 6 Monaten kommt schon der vierte. Okay. Oh Mann. Piraten. Na super. Ja, ich komme einfach nicht dazu. Nur jetzt habe ich erstmal Deus Ex durchgespielt. Vielleicht jetzt, aber eigentlich auch nicht. Rechnet in circa 2 Jahren damit, dass Nick das durch hat. Deus Ex ist jetzt auch schon 2 Jahre alt. Also. Also bis zum dritten Teil in 2 Jahren durch. Ja, ja. Nicht falsch verstehen. Nicht, dass ich dann die ganze Serie durch habe, weil bis dahin gibt es sicherlich 5 Teile für den PC. Natürlich. So, was da oben ist, gucken wir uns aber erst in der nächsten Folge an. Schon wieder soweit. Es ist schon wieder soweit. Ich muss abgehen. Tut mir leid, Leute. Ich weiß, jetzt wird wieder katastrophal, aber. Mir tut's auch im Voraus schon leid. Entschuldigung. Tschüss. Bis dann.